Aloha, ich grüße euch. Ich war im Action und ich habe die restlichen 6 Blöcke bekommen. Hier liegen jetzt 10, alle 10, die rausgekommen sind. Und was ich sonst noch gekauft habe, seht ihr nach dem Intro, denn dann geht's los. Dass ihr dran geblieben seid. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich wollte euch erst die anderen Sachen zeigen, die ich gekauft habe, aber ganz schnell und spektakulär. Die Körbe habe ich euch im letzten Video gezeigt, was kurz ja vor diesem Video online gegangen ist. Die Körbe sind nämlich im Angebot in allen möglichen Größen. Ich habe mir 2 große flache und 2 mittlere mitgenommen. Das war's. Und jetzt gehen wir zum Papier. Weil alles andere ist uninteressant. Ja, der Frau Jedönsrath hat Schnappatmung gekriegt. Ich kenne ja mittlerweile da meine Pappenheimer im Action. Und ich wurde schon begrüßt. Ist nichts Neues, die Blöcke hast du schon. Ich sage, muss ich gucken. Gestern lag noch nichts da. Und was soll ich sagen? Es lagen die Blöcke da. Ich sage, die habe ich noch nicht. Von Craft Sensation doppelseitig bedruckt. 24 Blätter mit 2x24 Designs. Ja, doppelseitig, 230er Grammatur und säurefrei. Ich zeige euch die jetzt erstmal grob. Und zwar haben wir hier diesen Adventure. Habe ich denn überhaupt Platz hier? Eigentlich nicht. Kracht wieder alles zusammen. Once upon a time. Es war einmal. Magic. Flowers. Safari, Be Yourself. Ja, und die hatte ich euch schon gezeigt. Das sind die folierten und beklitterten. Einmal den Stay Groovy, Calm Nature, Flower Dreams und Pink is my favorite Color. Diese 4 habe ich euch gezeigt. Das Video verlinke ich euch noch mal am Ende, weil sonst sprengt es den Rahmen. Dann wird es zu lang. Die tue ich jetzt mal beiseite. Wir widmen uns jetzt den anderen 6 Blöcken und die schauen wir jetzt nach Gedönsradmanier in Ruhe durch. Ja, wir fangen jetzt mit dem hier an. Be Yourself. Ich bin ja total begeistert, weil ich mag doppelseitig. Weil da kann man, manchmal hat man die Qual der Wahl und kann sich nicht so recht entscheiden. Aber oftmals gefällt einem nur ein Muster oder bei bestimmten Projekten braucht man doppelseitiges Papier. Von daher bin ich total, ja, happy damit. Gerade mit, ja, mit meinen neuen Umschlägen, die ich euch gezeigt habe, wo ich ja noch die Verpackung zumachen möchte. Und ihr wisst mal, also wer mich länger verfolgt, ich gehe ja dann immer in Massenproduktion und da werde ich mit Sicherheit noch den einen oder anderen Umschlag raus basteln. So, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ne? Was hat mal einer drunter geschrieben? Mein Gott, laber nicht so lang, zeigt die Sachen. Mache ich. Craft Sensation Be Yourself. Das ist mit dem Teddy. Der hat mich eigentlich von außen am meisten angesprochen und ich muss sagen, es geht so. Aber das ist mein Geschmack. Ne? Das ist absolut mein Geschmack. Aber trotzdem sind da ganz nette Blätter drin. Das finde ich zum Beispiel schon mal sehr schön für einzelne Sachen, auch für einen Planer. Wir gehen jetzt immer so durch und dann können, obwohl. Ne, wir machen beides. Wir machen beides, dann haben wir immer alles zusammen. Ne, die Rückseite ist hier so. Also das heißt, ich kann die Rückseite nehmen und hier haben wir auch ganz nett weiß mit schwarzen Xen. Und ganz ab und an ist mal ein pinkes dazwischen. Aber ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Also da muss man schon ganz genau hingucken. So, hä, habe ich einen Knick in der Optik? Da, 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 da. Also ganz ab und an mal so ein pinkes Kreuz oder X. Ja, ist cool. Ja, hier haben wir dann die Rückseite. Die ist schwarz mit weißen Wellenlinien. Finde ich auch richtig schön. Die haben wir lila mit so, ich weiß gar nicht, was das für eine Farbe ist. Orange oder
Pink, auch so Wellen. Und dann haben wir auf der anderen Seite so ein Muster. Und hier wieder ziemlich neutral, richtig schön. Und auf der Rückseite dieses Muster. Das ist quasi, haben wir hier. Na, die sind nicht gleich. Nö, habe ich gedacht. So, hier wieder recht neutral. Schwarz-Weiß geht immer für alles Mögliche. Und auf der Rückseite sind die ersten Bären. Ich denke, einige von euch werden jetzt in Verzückung fallen. So, oh, ne? Aber, also ich nicht. Es ist nicht meins. Sie sind niedlich, keine Frage, aber wirklich absolut nicht meins. Also den werde ich mir auch kein zweites Mal holen. Dann haben wir hier die Bären. Nochmal so zum Ausschneiden. Ne, aber auch, die sind jetzt nicht hässlich, ne, aber es ist nicht meins. Also es ist nicht, dass ich sage, oh, muss ich haben. Von daher nehme ich dann lieber die Rückseite. Aber da viele werden mich wahrscheinlich jetzt nicht verstehen können. Aber es ist ja legitim. Ne? Ich habe ja auch einen Geschmack und der muss ja nicht immer mit anderen Geschmäckern übereinstimmen. So, also ich werde diese Rückseite nehmen. Dann haben wir hier ein schönes Blau mit einem zarten Gelb. So ein Muster. Und ja, hier wieder schwarz-weiß. Also schöne Basic-Papiere auch drin mit schönen Mustern. Und hier auch, da kann ich mich wieder nicht entscheiden, welches ich nehme. Und hier, das geht natürlich auch. Weiß mit schwarzen Blasen sozusagen. Auf der Rückseite ist das. Finde ich auch richtig nett, wenn ich zum Beispiel diese Umschläge mache. Ne, habe ich halt einen schönen Kontrast. Finde ich richtig nett. Und manchmal denkt man gar nicht, das passt, dass es zusammenpasst, aber es passt zusammen. Ist schön. So, dann haben wir diese hier. Finde ich auch ganz nett. Ne? Einfach ausschneiden, auf eine Karte kleben, fertig. Oder für einen Planer oder als Tag oder ne, als Tasche irgendwo rein. Toll, und wenn ihm das nicht gefällt, der nimmt die hier. Und ja, die würde ich auch nehmen. Da sind auch die Bären, aber nicht so groß. Und nee, ich glaube, ich nehme lieber die andere Seite. Es ist wirklich nicht meins mit den Bären. Dann haben wir das hier. Hier dieses Muster hier wieder schön schwarz-weiß. Also hier ist man auch schön. Ich meine, das sieht man ja schon aus. Hier sind ja alle Muster drauf. So, und hier sind wir in der Mitte angekommen. Ich habe euch ja schon beide gezeigt. Von daher haben wir den jetzt einmal durch. Also für mich so, also ich kann vieles gebrauchen. Ich sag mal, 95% davon kann ich gebrauchen. Gefällt mir auch. Aber die Bären leider nicht so. Okay. Ich bin auf euer Urteil gespannt. Wahrscheinlich so, wow, geht gar nicht. So, jetzt haben wir den Safari. Und als ich den gesehen habe von außen, ich habe den ja vorher schon auf dem Foto gesehen, auf Instagram von Craft Sensation, da habe ich gesagt, bah, einmal brauche ich den mir nicht. Und jetzt, ich habe mir den zweimal geholt, ich werde mir den auch ein drittes Mal holen. Ich bin so begeistert. Richtig klasse. Und da werde ich, glaube ich, als erstes mit anfangen, daraus was zu machen. Und zwar wieder diese Täschchen. Ja, hier kann man kaum unterscheiden. Ne? Das ist hier das Deckblatt und hier ist schon das erste Muster. Und hinten drauf ist das. So, guckt mal, ist das nicht schön? Oder hier, kennen wir, also mega, richtig klasse. Und da könnte ich mich auch nicht entscheiden. Guck mal, hier, Leopardenmuster, ist doch Leopard, ne? Ist es ein, ich finde das toll. Ich finde das überhaupt nicht kitschig. Ne? Ich finde es richtig klasse und freue mich, damit zu arbeiten. Ja, dann haben wir hier so ein großes Blatt, was man natürlich, ne, vielleicht hat einer eine Safari vor sich oder will ein Fotoalbum dazu machen. Dafür ist das natürlich ideal. Und ansonsten haben wir die Rückseite. Und da haben wir wieder so eine, ja, so eine Leinenstruktur. Ist auch mega. Und hier auch wie so ein, ja, dreckiges Stück Stoff oder Leinwand. Sieht richtig klasse aus. Und hier haben wir dann das Jute. Das Jute. Und hier haben wir wieder Leo. Auch mega. Ich freue mich darauf, wirklich damit zu arbeiten. Ja, hier hätten wir wieder was für ein Fotobuch. Diese Teile, auch nett für einen Planer oder sonstiges. Und wenn nicht, dann haben wir hier wieder. Toll.
Also auch wenn man gar nicht im Safari-Look irgendwas machen möchte. Also das ist auch richtig edel für andere Sachen. Ne? Man muss ja nicht dieses Animal Print da nehmen. Aber ich finde es toll. Das gefällt mir nicht oft, aber hierbei gefällt es mir richtig gut. Hier haben wir Sand. Dann haben wir hier so kleine Sprüche. Ne? Bla, bla, bla. BFF, ne? Best Friends Forever. Hello. Today is the day. Also verschiedene Sprüche oder Quotes, wie man sagt. Und auf der Rückseite haben wir wieder hier so ein schönes Naturpapier. Und hier auch. Das sieht aus wie so Recycle-Papier. Also nur vom Druck her. Ne? Das ist sonst normal 230er Grammatur. Und hier haben wir wieder sowas. Also ich, das ist mit einer, ja, wenn der mir nicht am besten gefällt. Ich habe erst grob durchgeblättert, aber auf jeden Fall ist das einer meiner absoluten Favoriten von diesen Blöcken. So, hier haben wir sowas. Hier könnte man, ne, all the places I have traveled to, ne, alle Plätze oder alle Orte, wo ich ja hingereist bin, könnte man sich hier anmalen, wenn man möchte. Oder auch in ein Album integrieren. Ja, hier haben wir nochmal ein Leoprint. Und hinten drauf dann dieses. Also super, auch für Vintage-Bastler richtig klasse Sachen. Hier haben wir nochmal diesen groben Leinenstoff. Und hier teilt sich der Block und da haben wir auch dieses Leinen. Also für Junk Journaler, für alles, ist mega. Also das ist auf jeden Fall einer meiner Favoriten. Lege ich mal hier hin, damit ich euch den nochmal zeigen kann. Auch dieser gehört zu meinen Favoriten, aber den habe ich nur grob durchgeblättert. I'm in love with flowers. So. Dann fangen wir hiermit an. Kann man schön auch einzeln nutzen, ne? Sich ausschneiden für ein Album, für einen Kartenhintergrund oder. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. So, blätter ich einmal um und dann haben wir hier so ja, quasi im shabby schick so ein paar Blumen da drauf, in hellblau. Ich glaube, so ein Schüsschenlila ist drin. Sehr, sehr schön. Und dann geht es weiter zur nächsten Seite. Das ist so ein dreckiges Altrosé. Ich weiß gar nicht, ob das so rüberkommt, aber auch sehr, sehr schön. Und hier haben wir eine große Rose. Das ist wieder grenzwertig, aber auch das kriegt man irgendwie verarbeitet. Und hier haben wir Blümchen, auch sehr, sehr schön. Und die Rückseite auch mit Blümchen. Das kann man schön hier. Also ich finde, das sieht klasse aus, wenn man das so mixt. Dann haben wir hier so einen fotorealistischen Druck. Finde ich sehr, sehr schön. Auch als Bild zum Hinhängen, aber auch zum Verarbeiten. Es ist zwar groß, aber wenn ich mir so einen Umschlag damit mache, ja, mal gucken. Ne? Einfach mal mit rumspielen. Sehr schön. Und wenn mir das nicht gefällt, dann nehme ich eben dieses hier. Das ist auch so Vintage Grün mit ganz leichten Pünktchen. Und dann kommen wir zur nächsten Seite. Die ist auch so Vintage mit Blümchen. Also auch ein wirklich durchaus gelungener Block, wo ich finde, das irgendwie passt gar nicht so richtig rein. Hier haben wir so einzelne Blüten. Die kann man natürlich ausschneiden. Und hier so kleine Kreise. Joy, Cozy, Love, Dream, Lights, ne, mit verschiedenen englischen Sprüchen. Und auf der Rückseite dieses hier ist da traumhaft, oder? Ich finde es richtig klasse, wie auch dieses. Es sieht so schön aus und da muss ich echt überlegen, ob ich da nicht irgendwie einen Platz für finde. Ob ich mir die nicht einrahme, muss ich mal schauen. Ich gucke mal. Und wem das nicht gefällt, der nimmt den Hintergrund. Und da haben wir so ein ganz hellblau mit leichten Punkten und so ein bisschen, ja, Vintage, ne, Used Look. Und hier haben wir dann die Blümchen, die eben in rosa da waren. Moment, einmal, ne? Die sind jetzt in grün. Kann man auch schön kombinieren. So, und hier haben wir dieses hier auch sehr schön. Also mega, finde ich richtig klasse. Das hier, das gefällt mir vom Muster jetzt nicht so gut. Aber dann nehmen wir eben das. Ja, auch sehr schön. Hier haben wir dann wieder Text zum Ausschneiden.
wie man das möchte und je nachdem, wofür man das nutzen möchte. Und wenn einem das nicht zusagt, okay, dann nimmt man eben die Tags. Wenn die einem nicht zusagen, nimmt man es als Schmierpapier. So. Dann haben wir hier das hier. Nochmal so ein hellgrau mit so einem Schüssel Blau drin. So, und dann haben wir hier die Rosen, auch so vintage-lastig. Sehr, sehr schön. Und guckt, ist das nicht ein Traum? Also, ich finde es toll. Mega. Ne? Rosen, das sind wahrscheinlich Pfingstrosen. Oder whatever. Ich habe da nicht so eine Ahnung von, aber mega. Ich finde es toll. Traumhaft. Ja, und hier teilt sich der Block. Da haben wir so ein schönes Grün. Nur mit ein bisschen Struktur. Sieht aus wie so Stoff. Sehr, sehr schön. Also der gehört auch mit zu meinen Favoriten. Aber den habe ich schon zweimal. Das reicht auch. Ja, dann kommen wir zu dem Magic. Den habe ich eben grob durchgeblättert. Für mich schwierig. Obwohl das hier, finde ich ganz nett. Mit so, wie so Motten. Wenn es dann, ich glaube, das sind Motten. Ne? So. Und das finde ich eigentlich auch ganz nett. Aber ich gucke jetzt nochmal in Ruhe durch. Das ist auch ganz nett. Es ist halt viel mit, ja, ne, Galaxy, Sternzeichen. Das ist nicht so meins. Hier haben wir diese hier. Dann hier, die Rückseite ist so. Dann haben wir das hier. Hier haben wir das. Und ja, hier sind die Tierkreiszeichen und Sternzeichen, ne, in Englisch aber. Und dann haben wir hier das mit den, ja, Wale. Was haben wir noch? Kraken, Quallen. Das ist ganz hübsch. Und hier nochmal ein Mond. Das hier finde ich auch total hübsch. Und der Hintergrund, also hinten drauf, sieht so aus. Dann haben wir das hier. Das würde ich eher so einzeln nutzen, wenn überhaupt. Also das wäre für mich so Papier für Dummies, also für Rohlinge, Erstwerk. Ich probiere ja manches aus und dann brauche ich halt Papier, was ich nicht ganz so schön finde. Das hier ist wieder toll. Sternchen. Aber ich bin total gespannt. Das finde ich total hübsch. Welches euer Favorit ist und wie unterschiedlich die Geschmäcker sind. Ne? Also ich möchte hier nichts verurteilen. Und hier, good vibes only. Cool. Und das eine ist nicht besser wie das andere. Und die Geschmäcker sind halt verschieden. Ne? So, haben wir hier die Schmetterlinge. Hier Mond. Blüten. Ja, und hier teilt sich der Block. Da sind ein paar schöne Motive bei, ohne Frage. Aber es wäre, also den bräuchte ich auf jeden Fall kein zweites Mal. Naja. So, dann, ja, grob durchgeblättert. Und ich glaube, das gehört, der gehört auch zu meinen Favoriten. Ne, den habe ich doch schon Once Upon a Time, oder? Nee. Nee. Nö, habe ich nicht. Ja, ne, es war einmal, ich meine, das hätte ich schon eben vorgelesen, bin ich jetzt etwas verwirrt. 1, 2, 3, 4, 5, nee, habe ich nicht. Also, Once Upon a Time, es war einmal. Und den habe ich nur einmal bekommen und ich glaube, den brauche ich auch ein zweites Mal. Guck mal, sehr, sehr schön. Der erinnert mich an, wie hieß der? Enchanted Forest. Hier auch so Vintage. Dann hier diese großen Schmetterlinge. Aber ich weiß es noch nicht. Das finde ich auch richtig klasse mit der Schrift. Dann hier so kleine Text, die man sich ausschneiden kann. Mit wunderhübschen Motiven, wie ich finde. Und wenn einem das zu viel ist, hat man hier so ein bisschen Unifarbene. Dann hier dieses Papier mit der Schrift. Und dann haben wir hier so, ja, ein bisschen Watercolor, Used-Effekt. Dann haben wir hier nochmal Text. Und hier auf der Seite auch. Und dann, und dieses Papier kommt mir doch sehr bekannt vor.
Und ich glaube, das hier ist ja total hübsch. Da sind die Hasen drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Die Hasen. Finde ich richtig klasse. Dieses hier und hier wieder was zum Ausschneiden. Ne? Mit verschiedenen Sun is Shining, Around the World, die Schmetterlinge, ne? Bla bla bla. So, dann haben wir hier wieder grüne Seiten, verschiedene. Und hier, das finde ich auch. Ich finde es hübsch. Ne? Ist natürlich groß, aber wenn man ein großes Projekt hat, man könnte ja auch mal eine XXL-Karte basteln. Ne? Die gibt es ja auch zu kaufen. Ich glaube, das mache ich mal. Eine XXL-Karte basteln. Irgendwann. Mit meinen vielen To-Dos. Ich verspreche nichts. So, dann haben wir das hier. Kann man auch wieder schön ausschneiden. Und hier haben wir dieses. Und wem das nicht gefällt, der nimmt halt dieses Grüne. Und dann haben wir hier nochmal Grün mit Pünktchen. Und hier teilt sich der Block. Und so sieht es aus. Ja, ich muss nicht gucken, was ich damit mache. Ja, es ist okay. Aber ich weiß noch nicht, ob ich mir den zweites Mal hole. Der ist doch sehr grünlastig. Aber trotzdem ein toller Block. So, dann kommen wir zum letzten Block. Adventure. Da fangen wir an. Hier haben wir Fahrräder drauf. Und dann haben wir hier dieses fotorealistische Bild. Und hier haben wir kleine Bäumchen und ab und an mein Fahrrad. Ja, das ist eher so clean. Dieses Muster, dann hier. Ich kann Morventox. Das sind irgendwelche Strecken. Okay, für ein Wanderbuch oder so, das ist auch ganz hübsch. Hier, ja, es würde sich wirklich für ein Scrapbook oder ein Album für eine Reise, für eine Wanderung, ne, eignen. Das hier, ja, das weiß ich nicht. Da würde ich lieber eigene Fotos nehmen, die ich gemacht habe. Aber auch das ist ja jedem selbst überlassen. Hinten drauf haben wir das hier. Und hier haben wir die Berge. Und hier wieder Fahrräder, also auch für eine Fahrradtour. Dann haben wir das. Wanderschuhabdrücke oder Schuhabdrücke. Dann haben wir hier diese. Das ist ja gar nicht meins. Also aber in so gar keinster Weise. Aber das, die Rückseite finde ich ganz nett. Ja, wenn man irgendwie halt eine Tour macht, da kann das gut für ein Album nehmen. Oder hier Camping. So, das finde ich wiederum richtig schön. Und hier haben wir so kleine, wie heißen diese Stecknadeln, diese Ziel, ne, da will ich hin. Ich war total witzig, wenn man sich mal verwandert hat. Da wollten wir hin. Nein, da. So. Moving Time. Also hier kann man so eintragen, ne, wann man abgereist ist. Also Name der Aktivität, Länge, wie lange hat man gebraucht, so Sachen. Dann haben wir hier wieder die Berge. Ja. Nee, nicht meins. Dafür dieses hier richtig klasse. Finde ich richtig toll. Und hier teilt sich der Block. Und da haben wir auch wie so Landkarten. Ich weiß nicht, die haben bestimmten Namen. Ich weiß es gerade nicht. Ja, das war der Adventure. Muss ich sagen, brauche ich auch nicht. Meine absoluten Top-Favoriten sind in erster Linie der Safari und dieser Flowers. Den habe ich schon zweimal, den habe ich auch zweimal mitgenommen. Ja, eigentlich reicht das. Eventuell den noch ein drittes Mal. Das kommt aber darauf an, wie ich den jetzt verbastel. Wenn ich den jetzt nicht sofort verbastel, dann reicht mir das auch. Ansonsten, ja, reichen mir die anderen auch von jedem ein. Ich habe ja eine Papiersammlung, alter Verwalter, da kann der eine oder andere Laden nicht mithalten. Aber ich sammle ja auch schon lange. Lange Jahre. Und ja, das ist halt zum Streicheln und natürlich auch zum Verbasteln. Und ich erfreue mich an meiner großen Auswahl. Ja, ihr Lieben, das war mein Action-Haul
ein paar Boxen und die Blöcke. Und darüber freue ich mich richtig. Ich bin gespannt, welches euer Favorit ist und ob euch der Teddybär-Block gefällt. Wie gesagt, meins ist es ja irgendwie überhaupt nicht. Und welches eure Favoriten sind, wie gesagt, meine Safari und Flowers. Auf jeden Fall freue ich mich über doppelseitiges Papier und mit jedem Block kann man was anfangen. Also das ist Jammern auf hohem Niveau. 2,14 Euro, glaube ich, der Block. Ja, und von daher, ja, ich habe fertig. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich verlinke euch das Video mit den anderen Blöcken, mit den anderen vier. Könnt ihr nochmal reinschauen, würde ich mich freuen. Ich würde mich natürlich auch freuen über ein Abo, wenn ihr die Glocke aktiviert und über einen netten Kommentar, weil das bringt mich weiter und ist für euch absolut kostenlos und ja, mir beschert es ein Lächeln aufs Gesicht. Ihr Lieben, bleibt gesund, schaltet wieder ein. Wir sehen uns. Tschüss!